Herzlich willkommen zu Senkrecht Starter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und ich bin total aufgeregt, denn ich bin hier in der Rocket Factory Augsburg mit einem der Gründer, nämlich mit Stefan. Hallo Stefan. Hi Mo, super. Danke, dass du hergekommen bist und ich hoffe, du hast schon ein paar coole Sachen gesehen. Definitiv. Also das, ich fühle mich hier wie so im Spielzeugladen und total cool, dass ich Backstage sein konnte bei eurem Event gestern. Das lief mega, oder? Also das war super professionell. Ich hatte mal das Gefühl, ihr wisst, was ihr tut und hattet geiles Board, geiles Speaker dabei. Ja, wie war das für dich? Ja, war super organisiert. Vor allem, weil wir konnten uns nicht erlauben, da jetzt im Endeffekt die Produktion lange aufzuhalten. Wir haben ja einen strikten Plan, nachdem wir unser Zeug abarbeiten müssen. Und das hat uns Gott sei Dank nur einen Tag gekostet. Das war echt sehr gut organisiert vom Team. Ja, cool. Du bist gar nicht so unbekannt in der Szene. Du warst ja vorher schon mal bei einem Raketen-Startup. Du warst mal bei Rocket Lab, ne? Genau, tatsächlich. Ich war dort der Qualification Manager und das war eine wirklich tolle Sache. Ich kannte das Team auch schon vorher. Ich war lange Zeit in Australien und dort haben wir an Scramjets gearbeitet. Also das sind quasi luftatmende Raketentriebwerke und das war natürlich schon eine mega coole Zeit, um das sagen zu können. Und da gibt es natürlich viele Leute, die von dort aus zu Rocket Lab gekommen sind. Scramjet, das sind die Dinger, die es auch bei der SA-71 Blackbird gab, oder? Ja, mehr oder weniger, das war noch ein Ramjet. Okay. Das heißt, die Verbrennungsmechanik ist noch im Unterschall. Wenn die Verbrennung quasi so funktioniert, dass der Strom selber schon im Überschall ist, dann spricht man von Supersonic Combustion Ramjet. Ja, die Rocket Factory gibt es schon seit 2018. Ich hatte mir irgendwie aufgeschrieben gestern, dass ihr mit 7 Leuten hier gegründet habt, dann 2018 im August. Gibt es da irgendwie einen Gründungsmythos oder was war die Idee da und hat sich die Idee vielleicht verändert mittlerweile? Ja klar, die Idee war der Gründungsmythos. Wir wollen einfach leistungsfähige Technik mit einem niedrigen Preis irgendwie kombinieren. Mhm. Das gab es ja bisher oder gibt es bisher nicht. Ja? Mhm. Man kann sich in der Raketenwelt umschauen und dann stellt man fest, es gibt unglaublich leistungsstarke Raketen, die verwenden dann meistens auch Wasserstoff. Und ist aber genau das Gegenteil von günstigen Raketen. Mhm. Und unser Mythos ist eben, wir wollen das zusammenbringen. Wir wollen das irgendwie vereinen. Wir sind uns sicher, dass wir das irgendwie schaffen können. Das heißt praktisch Raketentechnik, aber so günstig, wie es halt geht. Oder es benötigt wird, gerade um halt den Kunden glücklich zu machen. Genau. Und das ist auch gar nicht, die Welt ist nicht so, dass man sagt, Performance ist immer teuer. Okay. Ja. Der Entwicklungsaufwand, um etwas zu einer wirklich High-Performance zu pushen, der ist gegeben. Aber wenn ich da erstmal dran bin, dann kann ich immer noch schlau agieren und das Ganze auch noch günstig machen. Das funktioniert. Und die Automobilindustrie ist ja das beste Beispiel in Deutschland. Da bekommt man ja genau das. Wenn du dir einen VW Golf kaufst, mega Performance und mega guter Preis. Wenn wir uns das Team hier angucken. Also ich bin hier ein bisschen rumgelaufen und so, man hat schon das Gefühl, das ist ein Startup, das sind junge Leute. Was sind das für Leute? Sind das hauptsächlich irgendwie Ingenieure und wo kommen die her? Und wie ist denn so der Altersdurchschnitt bei euch? So Pi mal Daumen, was würdest du sagen? Ja, also wir haben eine gute Mischung zwischen alt und jung. Wir sind schon ein eher erfahreneres Startup. Also der Altersdurchschnitt ist über 30 und wir haben natürlich viele Leute auch, die schon Generationen in der ganzen Space-Community unterwegs sind. Also wir sind sehr stolz auf das Team, gerade eben, weil wir nicht nur Studenten sind und nicht nur Anfänger, sondern auch viele dabei haben, die eben viel Erfahrung mitbringen. Ja, das spielt wahrscheinlich so ein bisschen mit rein. Ne? Sagt man Investor OHB? Also ist das euer Investor oder seid ihr eine Tochter? Wie würdest du euer Verhältnis da beschreiben? Genau, OHB ist im Endeffekt unser erster großer Investor. Das ist natürlich eine Unfair Advantage in gewissem Sinne. Wir haben es geschafft, dass der erste Investor ein wirklicher strategischer Investor ist, der natürlich mehr beisteuert als nur finanzielle Kraft. Ich frage mal so ganz für einen Freund oder so, was erwartet ihr von Bewerbern? Was müssen die mitbringen, damit die hier arbeiten dürfen? Ja, also das Allerwichtigste ist mal Motivation. Ja, also wenn du morgen anfangen willst bei uns, dann brauchst du uns kein CV mehr schicken. Yay, geil. Ja, Motivation ist das A und O. Ja, ich habe das in meiner Karriere am Anfang nicht so sehr verstanden. Jetzt verstehe ich es besser. Es ist wichtig, was man studiert und es ist wichtig, wie gut die Noten sind. Es ist wichtig, wo man überall
in seiner Karriere mal war, welche Stationen man abgearbeitet hat, aber im Endeffekt zählt die Motivation. Das ist immer noch das Hauptticket. Motivation is key. Mein Publikum, das interessiert sich natürlich brennend für eure Rakete, RFA-1. Und kannst du so ein bisschen so die Eckdaten sagen, von wegen, was macht euer Launcher aus, wie groß ist der, wie schwer ist der, was kann der? Genau, also Rocket Factory 1 ist im Endeffekt der allergrößte Launcher, den man noch so herstellen kann, dass man sagen kann, das ist günstig möglich und industrialisierbar. Wenn man ihn größer machen würde, wäre es schon ein Problem. Und ich fange da immer ganz gern bei den Motoren an. Unsere Motoren sind genauso schwer und komplex im Endeffekt wie so ein Automobilmotor. Also wenn ich so einen V8 oder V10 Motor von einem Automobilhersteller vergleiche mit unserem Raketentriebwerk, dann ist das nicht in der Gesamtheit so unterschiedlich. Ja? Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir es schaffen, so einen Raketenmotor in ein paar Stunden zu integrieren, genauso wie die Automobilindustrie. Wenn der Motor jetzt 5-mal so groß wäre, wäre es deutlich schwerer. 30 Meter habt ihr, glaube ich, auf der Webseite stehen. Genau, das ist natürlich, da muss man beachten, wir haben natürlich ein Konzept, das ein Growth Potential mit drin hat. Die ersten Raketen sind nicht so leistungsfähig wie die, die wir in 5 Jahren mal fliegen werden. Das heißt, man fängt mit einem relativ kleinen Performance Index an, da sind die Raketen dann noch kurz und dann, das hat man ja auch bei SpaceX gesehen, wenn die Triebwerke effizienter werden und unter Umständen auch mehr Schub produzieren können, zumindest in der Anfangsphase, dann kann man die Rakete länger machen und das ist das Growth Potential. Man hat das so, die Limitation der Strukturdynamik, man sagt ungefähr bei L zu D zwischen 20 und 25 ist so das Ende der Fahnenstange erreicht. Also 2 Meter mal 20, dann weißt du theoretisch, wie groß der mal sein kann. Okay, also das hatte ich bei SpaceX gelernt, dieses mit Superchill, das heißt im Prinzip, wenn man mal eine Rakete konstruiert hat oder so, dass man dadurch, dass man die Treibstoffe noch kälter macht, im Prinzip die Dichte erhöhen kann und dann im Prinzip aus einem vorhandenen Launcher nochmal mehr Kapazität rausholen kann. Ist das theoretisch bei euch auch möglich mal? Definitiv, ist definitiv möglich. Ob das kostentechnisch Sinn macht, das kann man jetzt am momentanen Entwicklungsstadium noch gar nicht so einfach sagen. Da muss man das Ganze erstmal 1 oder 2 Mal vormachen und verstehen, wie es im Endeffekt, wie die Sensitivity wirklich aussieht und ob das Sinn macht. Es macht Sinn, weil der flüssige Sauerstoff ist ja nahe am Boiling Point und das bedeutet im Endeffekt, wenn ich den Sauerstoff ein paar Grad kälter mache, dann gewinne ich potenziell sehr viel in Dichte. Das heißt, viele machen das, vor allem, wenn sie zum Schluss ein Konzept haben, mit dem sie ein bisschen mehr Leistung rausholen wollen oder Payload eben. Ist so ein bisschen, du hattest vorhin angesprochen mit der Automobilindustrie, das heißt, ihr wollt die Raketen ja auch wirklich industriell mal später fertigen, weil ihr auch viele bauen wollt. Also was habt ihr euch da so mittelfristig bis langfristig vorgenommen? Genau, also wir wollen tatsächlich wöchentlich starten. Wir denken, dass diese 1-Tonnen-Klasse an Payload-Capacity im Endeffekt perfekt passt. Es gibt größere Raketen, klar, aber im Endeffekt muss man auch zugeben, viele Kunden fliegen momentan mit großen Raketen nur aus einem einzigen Gesichtspunkt und das ist der günstige Preis, den Elon Musk im Endeffekt anbietet. Wenn man die Kunden fragt, dann würden sehr viele zugeben, dass es eigentlich viel geiler wäre, wenn sie einen eigenen Launcher hätten, der genau in den Orbit fliegt, zu dem Zeitpunkt, in dem sie wirklich fliegen wollen. Wir glauben, diese Größe, 1 Tonne Payload, ist perfekt und wir müssen uns jetzt eben richtig ausrichten mit unseren Suppliern und mit unserer ganzen Fertigungsstrategie, dass wir das Kostenziel erreichen können. Momentan sieht es aus danach, als ob wir das erreichen können. Krass. Ja, sagst du was, weil ihr einen ganz schön sportlichen Preis, also ich glaube 3 Millionen Euro habt ihr gesagt, sollen Launch kosten. Das ist so in der Branche, ich glaube, einmalig und auch weit weg von dem, was momentan der niedrigste Preis ist. Das ist ungefähr so der aggressivste Preis, den SpaceX postuliert. Ja, wir sind noch ein kleines bisschen aggressiver, wir glauben, es ist möglich und nochmal, wenn wir uns die Preise von Hardware ansehen, dann kann ich ein paar Zahlen nennen, die ganz interessant sind. So 1 Kilo von so einem Launch Vehicle, also das Launch Vehicle ist ungefähr 60 Tonnen schwer am Start, wiegt ungefähr zwischen 4 und 6 Tonnen Leermasse, je nachdem jetzt in welcher Ausbaustufe. Und dann muss ich jetzt schaffen, so 1 Tonne ungefähr für 1 Million Euro zu produzieren oder weniger.
Und das sieht man jetzt, die echte Zahl. Die echte Zahl ist, alles, was du hier gesehen hast, egal welches Teil, kannst du dir immer fragen, okay, wie viel wiegt das? Wiegt ungefähr 2 Kilo. Also kann das jetzt nicht mehr als 2000 Euro kosten. Mhm. Und das ist genau das, was wir im Endeffekt machen. Also alles, was wir produzieren, muss für den ersten Prototyp pro Kilo weniger als 1000 Euro kosten. Und das ist natürlich schon eine Hausnummer. Mhm. Das ist was anderes, wie man aus der traditionellen Raketenindustrie kennt. Und Ziel ist es, das Ganze auf ungefähr 300, 400 Euro zu drücken. Krass. Ja, und das ist aber jetzt immer noch viel. Wenn du jetzt halt anschaust, wenn du dir irgendwelche Autoteile kaufst für dein Auto, irgendwelche Replacement-Parts, dann stellst du fest, das ist ja eine riesengroße Zahl. Ja, für 1 Kilo an Teilen würdest du im Automobilsektor niemals 400 Euro ausgeben. Das heißt, es ist machbar. Ja, ja, beim Autoteilhändler dann vielleicht schon, aber nicht... Genau, kommt darauf an, wo du das kaufst. Ja. Genau, ich kaufe das bei Rock Auto. Genau.